Somit ein ganz herzliches Moin Moin, liebe Hockey-Fans, zu einer eisigen, frostigen Folge. Playoffs 2020, HC Ambrì-Piotta gegen den EV Zug. An allererster Stelle möchte ich allen eisigen, frostigen Supportern da draussen ein riesen Dankeschön aussprechen, für das ihr die letzte Folge so hammerkrass geil sportlich unterstützt habt. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, ab 20 Likes geht es weiter und ich habe nie an euch gezweifelt. Wir haben die 20 Likes erreicht, das ziemlich schnell, und somit wird natürlich auch jetzt bereits schon eine neue Folge kommen in den Playoffs gegen den EV Zug. Entwarnung möchte ich aber nicht geben, weil auch für die Erfolg. Es geht erst weiter ab 20 Likes. Sollten wir die 20 Likes nicht erreichen, werde ich den Rest von dieser Saison simulieren. Das heisst, wenn du mehr Folgen von den Playoffs vom HC Ambrì-Piotta und vom EV Zug sehen willst, dann lass ein Like da, mach den Videokommentar mit und dann wird es weitere Folgen hier von der National League geben. Jetzt aber nicht mehr lang rumgeschwafeln, wir steigen gerade ein. Playoffs 2020. Falls ihr noch eine Frage an mich oder an die Community habt, zum Beantworten, könnt ihr gerne stellen mit Hashtag Frage. Eure Frage an mich und an die Community. Also, steigen wir ein. Let's go! Hext der Leonardo Cennoni Zug in der weiteren Runde oder der Eddy Lack für die HC Ambrì-Piotta. Wir werden es erfahren. Das erste Spiel und Zug geht einmal in Vorwärtsgang. Cennoni kann klären und, was heißt Cennoni? Eddy Lack kann klären. Guter Schuss und da glatt 1:0. Hatten unser Verstärkungsspieler, den wir geholt haben, wo ihr ja abgestimmt habt, gerade einmal in den Playoffs mit 1:0. Da sieht man mal, wie wichtig die Jungs sind. Erster Schuss aufs Goal von Leonardo Cennoni und bereits 1:0. So hat sich natürlich Zug hier den Auswärtsmatch nicht vorgestellt. Aber ich bin natürlich gehypt. Ich will jede Partie, die wir hier spielen, Vollgas geben, weil man weiß nie. Eventuell ist das ja bereits schon das letzte Spiel, wo wir Gameplay NHL 2020 in der National League spielen. Und ja, da will ich natürlich alles geben. Für euch, für den HC Ambrì-Piotta, für die Saison. Aber ihr habt es in der Hand, wenn wir die 20 Likes erreichen und ihr auch alles geben, dann wird es hier weitergehen, sicher einmal mit Gameplay. Geldpass. Gegenstoß. Wieder ein guter Schuss und wieder ins obere linke Eck. Dort hat der Cennoni heute Schwächen an. 2:0. Ja, geht der Goalschütze. Bianchi again. Bild zum Bianchi und er trifft zum 13:0. Bianchi, Doppeltorschütze in einer Sekunde. Und da ist 3:1. Uiuiui, da haben wir die Verteidigung gepennt. Und dann geht es schnell. Wie Schuss und der haut er einfach rein. 4:1. Defense von Zug nicht um. Und da ist 5:1. Was läuft denn Cennoni? Das zweite Unterzahl-Goal. Und das schauen wir uns in Wiederholung nochmal an. 5 Goal. Zwei davon in Unterzahl. Bianchi again. Der hat einen Hattrick heute Abend. Und es wird Zeit, um den Leonardo Cennoni rauszunehmen. Also das war ja miserabel gewesen. Und da würde ich jetzt gerne nochmal die Wiederholung haben. Ambrì macht Druck, Ambrì dominiert und überfährt den Leonardo Cennoni und den EV Zug da in der allerersten Partie. Autsch! Und ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn es jetzt hier einen Goalie-Wechsel gibt für EV Zug. Eieiei, da hat er natürlich mit dem Querpass gerechnet. Eieiei, aber das ist mühsam. Gibt es jetzt den Goalie-Wechsel? Hm? Nein, es gibt keinen Goalie-Wechsel. EV Zug, ja, natürlich Leonardo Cennoni, so viel Erfahrung etc. Viel, viel Erfahrung. Und natürlich ein super Goal, der kann das wegstecken, das 5:1. Aber die Frage ist natürlich nochmal, kann das seine Vorderleute auch wegstecken? 5:1. Und Ambrì weiter im Vorwärtsgang. Cennoni aber sicher.
Und da ist es! Ja, da kullert sie rein durch. Geht noch kurz. Oh, Kullertzune muss man noch nachhelfen. Aber Goal 6:1. Das ist die Entscheidung. Spätestens jetzt. Ja, und jetzt gibt es den Goalie-Wechsel auf. Verstehe ich jetzt in dem Moment eigentlich nicht, weil der Giannoni hat enorm gut gekippt im zweiten Drittel. Enorm viele gute Chancen zunichte gemacht vom HC Amalfi. Ob es jetzt 5-1 steht oder nicht. Jetzt in dem Moment, naja, würde ich sagen, hat der EV Zug sich wieder erholt. Das war jetzt mehr ein glücklicher Treffer gewesen. 16:17 Schüsse, also mehr Schüsse aufs Goal, wo der EV Zug geschossen hat. Mehr Spielanteil im zweiten Drittel für den EV Zug, aber Hambri führt 6:1. Hat einen hervorragenden Edi Lack, der eine Chance nach dem anderen vernichtet hat. Auch der Leonardo Giannoni hat ein super zweites Drittel gespielt, nichtsdestotrotz ausgewechselt worden. Und ja, jetzt geht es natürlich darum, Moral zu sammeln für das letzte oder das nächste Spiel. Ein gutes Drittel zeigen, weil der Zug ist einfach schlecht gestartet, hat sich jetzt aber mehr als wieder erholt. Und hat das zweite Drittel zum Teil schon fast dominiert. Und da ist es, 7:1. Oh, und da ist es 8:1. Dass die Scheibe rein ist, überrascht mich selber auch vorher mit dem nächsten. Letzte Minute Lauf, der EV Zug zeigt sich da extrem kämpferisch. Auch noch gegen Schluss. Aber es fehlt einfach noch ein bisschen an der spielerischen Klasse. HC Amalfi Bioda da einfach viel, viel besser unterwegs. 9:1 macht nichts. In den Playoffs kannst du 1:0 gewinnen. Kannst 10:0 verlieren. Egal. Schlussendlich ist egal, wie hoch du verlierst. Hauptsache du verlierst. Das ist falsch. Egal wie hoch du gewinnst, Hauptsache du gewinnst. Ob 1:0 oder 10:0 spielt überhaupt keine Rolle. Schlussendlich zählt einfach nur ein Sieg und schlussendlich zählt der Sieg nicht mehr als das 1:0. Moralisch tut es uns natürlich enorm gut. Wir haben einen Lack hinein, der ohne Lack enorm gut gehabt hat. Also der hat ein Save nach dem anderen rausgeholt. Der Zug ist immer wieder angelaufen, hat nichts erreicht. Und vorne haben wir einen Offens gehabt, der gezaubert hat, der brilliert hat. Der ein bisschen Glück gehabt. Das gehört natürlich auch dazu in den Playoffs. Aber das Glück muss man sich auch erarbeiten. Das hat Amalfi vor der ersten Sekunde nach gemacht, indem das Goal vom EVZ bombardiert haben, wie auch jetzt. 11 Sekunden vor Schluss lohnt es nicht nach dem zweiten Drittel. Das zweite Drittel klärt klar am EV Zug, obwohl sie kein Goal geschossen haben. Da ist eben der Edi Lack wieder ins Spiel gekommen. Aber immerhin haben sie dort mehr Spielanteil gehabt und haben gezeigt, dass es eigentlich ein Konkurrent da für den HC Amalfi sein könnten. Und das Spiel endet mit 9:1. Herzliche Gratulation da der HC Amalfi und alle Fans, die da den Channel alles unterstützen. Denkt dran, ab 20 Likes kommt der nächste Folge. Gameplay, ansonsten wird simuliert die ganze Playoff. Ab 30 Likes kommt bereits die nächste Partie. Also, denkt daran, Support ist kein Mortal. Das Video mit euren Kollegen. Lasst ein Like da und natürlich eine positive Bewertung, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Genießt da noch die Highlights. Euer Pico und tschüss!